Guten Tag bei einem neuen Blick ins Labor. Ich möchte Ihnen anhand eines Digital-Oszilloskopes, eines DSOs, einem Rigol 1074, die vier Bandbreiten eines Oszilloskops vorstellen. Wieso vier Bandbreiten? Die erste ist die im Prospekt steht. Beim Rigol DS 1074 sind das 70 MHz und dann kann man ein Upgrade machen auf 100 MHz. Das ist bei diesem Oszilloskop gemacht. Das hat also eine Prospektbandbreite von 100 MHz. Dann gibt es die zweite Bandbreite. Und das ist die Bandbreite, bei der man die Amplitude korrekt anzeigen oder auch auslesen kann. Ich habe hier mal 10 MHz eingestellt und ein RMS-Wert von 100 mV. Und der ist jetzt korrekt bei 10 MHz. Und ich drehe jetzt mal an dem Signalgenerator und mache mal 20, 30, man sieht, es ist schon ein bisschen tiefer, 40, und jetzt sind wir schon nicht mehr so ganz genau, ich werde da noch ein bisschen nachjustieren, aber jetzt haben wir schon bereits eigentlich diese 100 mV unterschritten. Das ist jetzt etwa bei 40 MHz. Also ich gehe nochmal zurück. Eigentlich ist es eben schon früher, nämlich bei 20. Also 20 ist noch okay. 30 gibt es erste Abweichungen. Man sieht also, eigentlich ist die zweite Bandbreite oder die zweite Bandbreitenlimitierung ist etwa bei 30 MHz. Ja. Respektive 30 MHz ist schon falsch, eigentlich bei 20. Bei 20 MHz zeigt alles noch korrekt an. Bei 30 MHz haben wir dann schon Abweichungen. Das entspricht einer alten Faustregel. Wenn Sie etwas korrekt messen wollen, sollten Sie ein Oszilloskop haben, das etwa 5-mal höhere Bandbreite als Ihre Messbedürfnisse hat. Also hier 100 MHz, ein Fünftel, und das stimmt doch ganz gut. Das wäre eigentlich die zweite Bandbreite. Die dritte Bandbreite, das ist die, die eigentlich mit minus 3 dB spezifiziert ist. Das ist die Bandbreite, die eigentlich gemäß Prospekt dann auch eingehalten werden soll. 3 dB entspricht 0,7 mal dem Ausgangswert. Also hier einfach bei 70 mV sind dann die 3 dB erreicht. Ich drehe jetzt einfach mal den Signalgenerator hoch und schaue, bis ich 70 mV habe. Noch nicht, ungefähr. Jetzt, hä? Ah, noch eins mehr, hä? Gut. Also, die effektive Bandbreite, minus 3B, ist deutlich höher als die im Prospekt angegeben. Wir kommen hier auf 180 MHz. Also, die minus 3 dB Bandbreite, wenn ich da noch vielleicht auf 170 gehe, stimmt es besser. So ungefähr, jawohl. Also 170 MHz ist die nutzbare Bandbreite dieses Oszilloskops bei einem minus 3 dB Punkt. Das ist der Punkt, der für eine Bandbreite auch angegeben wird. Jetzt gibt es eine vierte und letzte Bandbreite, das ist die visuelle. Eigentlich ist ja jetzt nicht Schluss, sondern ich kann jetzt noch weiter hochdrehen. Das mache ich jetzt. Und zwar gehe ich jetzt da mal auf 370, sieht man noch etwas. Ich gehe da auf 400 MHz, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. 500 ist fertig. Also ich habe jetzt, mache es noch besser, 54, 60, 70. Ja, hier ist etwa Schluss, he? Gibt es nichts mehr Vernünftiges. Also irgendwie 450 MHz. Man sieht das auch der Zähler funktioniert noch. Also jetzt ist das Sinussignal ziemlich verzerrt, also es sind so die Limite. Also jetzt gibt es eine visuelle, also eine anzeigbare Bandbreite von diesem Oszilloskop von 450, ja, es wackelt natürlich jetzt, also nicht mehr sehr korrekt, gehen wir ein bisschen zurück, sagen wir mal 400, dann haben wir doch noch ein Sinussignal, das stimmt dann auch noch stabil. 400 MHz kann man hier anzeigen. Bei einer 30-prozentigen, also noch 30 mV bei der 30-prozentigen Amplitude des Eingangssignals. Also immerhin, man kann ein Signal anzeigen.
Somit haben wir hier also vier Bandbreiten, die bei diesem Oszilloskop zum Tragen kommen. Recht schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor.